Frau Wills im Namen der Grünen zum Wort. Vielen Dank. Nach der Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren sind nach neuen Untersuchungen der Gesellschaft für Strahlenschutz bis heute 1,4 Millionen Menschen an den Langzeitfolgen des atomaren Gaus gestorben. Selbst in Deutschland mussten wir Angst vor der Verstrahlung unserer Kinder haben wegen des Regens aus radioaktiven Wolken und verstrahlten Lebensmitteln. Die EU muss jetzt aus den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Die Befürchtung, dass die angekündigten Stresstests für alle Atomkraftwerke nur Alibi-Tests für den Weiterbetrieb der Atommeiler sind, hat sich mit den angekündigten Stresskriterien leider bewahrheitet. Andere atomare Anlagen wären ohnehin nicht überprüft. Ob es sich um menschliches Versagen oder Flugzeugabstürze handelt, alles, was die Atomkonzerne teuer zu stehen kommen könnte, wird nicht geprüft, obwohl es für die Sicherheit der Bevölkerung existenziell ist. Wir fordern umfassende und verbindliche Stresstests von unabhängigen Experten. Dies kann jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem europaweiten Ausstiegsszenario sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wills. Mr. Griffin is next.